Hallo, ich bin die Susi. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ich mache heute mit euch eine Reha-Sportstunde. Ich unterrichte normalerweise in Edenkoben in Bella Vitalis dienstags abends und ja, ich vermisse meine Teilnehmer sehr und hoffe, dass ich euch hier ein bisschen was rüberbringen kann. Wärmen wir uns erstmal ein bisschen auf, stellt euch hüftgelenksbreit und lauft erstmal. Die Ferse heben, hoch und ab, immer im Wechsel, schön über die Fußsohle drüber rollen. Und dann nehmen die Arme dazu, atmen nach oben ein und atmen wieder nach unten aus. Nochmal einatmen und aus. Und dann lass beim nächsten Mal die Arme oben, die Finger lang gestreckt und zieh dich mal ganz lang an die Decke. Und immer noch schön über die Fußsohle drüber rollen. Und dann die Arme wieder ab und kreis die Schultern. Nach hinten den Brustkorb schön öffnen und dann beginnen auch schon zu marschieren. Die Arme ganz locker mit. Schön die Arme jetzt noch ein bisschen aus. Die Finger noch ein bisschen locker. Und öffne die Beine. Dann lass die Beine geöffnet, Fußspitze ein bisschen nach außen und verlagern das Gewicht jetzt von rechts nach links. Das Kniegelenk zieht über die Fußspitze. Und jetzt nehmen wir mal die Schulter mit. Im Wechsel zurück. Richtig schöne große Kreise ziehen. Dann die Ellbogen noch ein bisschen mehr mit. Und dann auch schon den ganzen Arm. Mach ganz große Kreise. Und dann lass die Arme unten und schön die Arme mit. Von rechts nach links. Und dann werde kleiner. Bleib in der Mitte. Lass beide Beine gebeugt, den Oberkörper aufrecht, nimm die Arme nach vorne. Und jetzt öffne die Arme und wieder schließen. Öffnen und schließen, öffnen und schließen. Die Finger lang gestreckt, der Daumen zieht zurück. Und jetzt nimm die Arme im Wechsel. Einmal rechts und einmal links. Einmal rechts und einmal links. Und jetzt kommst du ein bisschen in die Rotation rein. Dreh dich nach hinten auf. Das Becken bleibt fixiert. Dreh nur Brustkorb und Schultergürtel. Nach hinten auf. Den Blick kannst du mitnehmen, nach hinten aufdrehen. Und dann nochmal beide Arme in der Mitte. Und jetzt nimm auch ein bisschen den Brustkorb mit. Mach den Brustkorb rund und richte dich wieder auf. Rund und wieder auf. Die Wirbelsäule ein bisschen mobilisieren. Rund und wieder auf. Und dann bleibt nochmal aufgerichtet und verlagert das Gewicht nochmal von rechts nach links. Schiebt die Arme lang, die Finger lang gestreckt. Und jetzt nehmen die Arme zum gegenüberliegenden Bein mit. Lass den Oberkörper erstmal aufrecht. Und dann kommt ein bisschen mehr in die Vorhalte. Lange Wirbelsäule. Den anderen Arm ziehst du nach hinten oben. Und auch hier wieder den Blick ein bisschen mitnehmen. Langer Rücken halten. Und wenn du kannst, kannst du noch ein bisschen weiter nach unten kommen. An den Waden tippen. Immer noch mit langem Rücken. Und dann komm wieder langsam nach oben. Und richte dich auf. Werde kleiner. Und komm mit den Beinen wieder enger zusammen. Stell dich im hüftgelenksbreiten Stand. Auf die ganze Fußsohle, die Knie ganz kleines bisschen beugen, das Becken leicht nach hinten schieben, der Bauch ist fest, der Beckenboden ist angespannt, den Brustkorb aufrichten und der Scheitel zieht lang nach oben an die Decke. Beginn mit einer kleinen Seitneigbewegung in der Halswirbelsäule. Zieh den Kopf nach rechts und nach links. Bleibe mit dem Kopf auf der rechten Seite und roll nach vorne ab, über die Mitte, zur anderen Seite und wieder wechseln. Die Halsmuskulatur mobilisieren, schön von rechts nach links. Und dann Ende auf der linken Seite, leg den Kopf wieder an. Jetzt dreh den Kopf noch. Nach rechts und nach links.
auch hier wieder so weit, wie es für dich angenehm ist, die Drehung in der Halswirbelsäule. Und dann werden wir wieder kleiner, kommen in der Mitte an. Nehmen als nächstes jetzt die Brustwirbelsäule. Von hier bis hier die Brustwirbelsäule runden und wieder aufrichten. Runden und wieder aufrichten. Nimm die Arme noch mehr mit, die Finger gestreckt, gefächert auch am besten die Finger. Schön mit Spannung aufrichten und wieder runden. Aufrichten und runden. Beim Aufrichten zieh die Schulterblätter richtig schön nach hinten unten. Und beim nächsten Mal nimmst du noch das Becken mit dazu. Das Becken nach vorne und wieder komplett aufrichten. Wieder runden und aufrichten. Der Scheitel zieht immer wieder lang an die Decke. Der Bauch bleibt fest. Und nimm die Arme jetzt noch ein bisschen mehr mit dazu. In die Seite. Mach dich rund und richte dich wieder auf. Mach dich rund und richte dich wieder auf. Und dann bleib nochmal aufgerichtet. Nimm die Arme seitlich. Und neig dich jetzt noch von rechts nach links. Zieh die Fingerspitzen an der Hosennaht entlang. Nach unten in Richtung. Und dann wieder kleiner werden, in die Mitte auspendeln. Öffne die Beine jetzt etwas weiter. Die Fußspitzen zeigen in die gleiche Richtung wie die Oberschenkel. Der Oberkörper ist aufgerichtet, Scheitel zieht immer noch lang nach oben an die Decke. Nimm die Fingerspitzen seitlich an den Kopf. Die Ellbogen weit zurück. Wir beginnen hier nochmal mit einer kleinen Rotation und drehe dich immer weiter auf. Und auch hier versuche wieder das Becken fixiert zu lassen. Bauchspannung, der Kopf dreht mit. Und dann bleib mal auf der rechten Seite und versuch noch ein Stück weiter zu drehen. Komm nach links und versuch hier noch ein Stück weiter zu drehen. Und komm in die Mitte. Nimm die Arme neben den Körper. Die Daumen nach hinten aufgedreht, die Finger immer noch lang gestreckt, gefächert. Vom Außenhüftgelenk raus nach vorne. Zieh das Steißbein nach hinten raus, der Scheitel diagonal nach oben, das Kinn ein bisschen reinnehmen. Und wieder nach oben in die aufrechte Position. Nochmal vorhalte und nach oben. Nach vorne, nach oben. Und jetzt nehmen wir den Wechsel. Die Arme mit nach vorne, oben und wieder zurück. Der Daumen führt die Bewegung an. Zieh den Arm in Verlängerung von der Wirbelsäule. Noch einmal. Und dann versuch mal beide Arme zu nehmen. Lang nach vorne, über den Kopf. Daumen immer noch lang zurück. Und richte dich wieder auf. Nochmal. Nach unten. Und nach oben. Nach unten. Und nach oben. Und beim letzten Mal bleibst du mal unten. Halte. Blick schräg nach vorne zum Boden. Und jetzt versuch mal hier mit den Armen zu scheren. Bring Spannung rein. Halte die Bauchspannung. Und dann auch schon wieder lösen. Die Hände abstützen auf den Oberschenkel. Mach die Wirbelsäule rund und locker das. Und mach dich wieder lang, richte dich nach oben auf und mach die Arme und die Beine nochmal locker. Okay, dann schließ die Beine, hüftgelenksbreiter Stand nochmal. Verlagert das Gewicht jetzt auf das rechte Bein. Nimm die Arme nach oben, Schultern weg vom Ohr und streck das linke Bein aus. Verlagere das Gewicht etwas über die Seite. Stell dir vor, du stehst zwischen zwei Wänden. Bleib ganz aufrecht. Komm wieder zurück in die Mitte. Neig dich zur anderen Seite. Halte Spannung, auch hier wieder im Bauch, im Beckenboden. In die Mitte zurück. Probier mal nochmal die andere Seite. Eventuell versuchst du noch ein Stück weiter über die Seite zu verlagern. Je weiter über die Mitte, umso mehr Bauchspannung. Noch einmal Wechsel. Die andere Seite. Neig dich noch einmal. Und zurück. Und wieder locker lassen. Schüttel Arme und Beine aus. Das Ganze jetzt versuchen wir so in die andere Bewegungsrichtung. Jetzt bleibst du auf dem rechten Bein.
nimmst das linke Bein zurück, kannst erstmal auf den Fußspitzen bleiben, nimm nochmal die Arme über den Kopf. Und jetzt versuch mit dem Oberkörper nach vorne zu gehen, gleichzeitig geht das Bein mit. Du kannst hier in der schrägen Position bleiben, zieh dich ganz lang oder sogar bis zur Standwaage. Hier kurz halten und dann schon wieder nach oben. Die Arme zur Seite. Wieder erst zur Balance die Fußspitze. Zieh hier mal in die Länge. Such mal deine Position in der Schräge oder in der Standwaage. Komm wieder nach oben. Nochmal die andere Seite. Deine Position, spann den Rumpf an, die Bauchdecke fest rein, der Brustkorb bleibt aufgerichtet und nach oben. Schüttel dich nochmal aus, dann kommen wir schon auf den Boden. Du gehst einen Schritt über die Matte, das hintere Knie ab, das andere Knie ab, dann komm in den Vierfüßlerstand. Die Knie sind unter der Hüfte, die Hände unter der Schulter. Mach dich erstmal Wirbel für Wirbel nochmal ganz rund. Den Bauchnabel einsaugen. Und schieb den Bauchnabel nach unten, den Kopf etwas anheben, geführtes Hohlkreuz. Nochmal Wirbel für Wirbel rund. Und wieder nach unten ab. Noch einmal rund. Und dann komm in den neutralen Vierfüßlerstand. Die Knie unter der Hüfte, die Hände unter der Schulter. Schieb das Steißbein nach hinten raus, richte den Brustkorb auf, die Schultern weg vom Ohr, der Scheitel zieht nach vorne, das Kinn ein bisschen rein. Aus dieser Position versucht den rechten Arm nach vorne anzulegen. Die Finger lang gestreckt, Daumen an die Decke. Der Arm berührt den Boden. Und zieh wieder hoch. Geh tief und hoch und tief und hoch. Halte nochmal oben, zieh dich in die Länge. Setz den Arm ab und nimm den anderen Arm. Geh mit dem Arm tief und hoch und tief und hoch. Zieh dich in die Länge und bleib nochmal vorne. Und setz den Arm ab. Mach dich nochmal rund, lass nochmal locker. Und lass jetzt die Wirbelsäule nochmal kreisen, seitlich. Beweg den Rumpf nach rechts, nach oben, nach links und nach unten. Und dann schon wieder in der Mitte anhalten. Such nochmal deine Grundposition. Dann nimm das rechte Bein jetzt zurück. Versuch die Hüfte gerade zu lassen. Schieb die Ferse nach hinten raus. Der Bauch bleibt fest. Geh wieder Fußspitze tief und hoch, tief und hoch. Ganz kontrolliert. Und wieder absetzen. Das andere Bein anheben. Schieb die Ferse wieder raus. Geh tief und hoch, tief und hoch. Und halte nochmal oben. Wieder absetzen. Und reiß nochmal den Rumpf. Jetzt in die andere Richtung. Nochmal schön seitlich. Alles durchbewegen. Vom Kopf über den Brustkorb bis zum Steißbein. Pendel dich wieder ein in der Mitte. Such nochmal deine neutrale Position. Hebe jetzt nochmal den rechten Arm nach vorne. Und jetzt das linke Bein dazu. Zieh dich lang. Von der Ferse bis zu den Fingerspitzen. Und komm hier nochmal tief und hoch. Zieh dich immer wieder in die Länge. Und halte nochmal in der Länge. Und jetzt zieh unter den Körper. Knie und Ellbogen zusammen. Mach dich rund. Und zieh dich wieder lang. Rund machen. Und lang ziehen. Rund. Und lang. Und halte nochmal in der Länge. Und setz dich ab. Nochmal rund. Und nochmal gerade. Rund. Und gerade.
kannst die Hände zwischendurch auch mal ausschütteln. Wenn es mit den Händen nicht mehr so gut klappt, kannst du auch zwischendurch mal auf die Fäuste gehen. Immer mal wieder abwechseln. Oder auch mit zwei Handeln kann man sich auch immer gut festhalten. Such schon mal deine Position. Die andere Seite, den linken Arm und das rechte Bein. Zieh dich nochmal lang. Fußspitze oder Ferse bis zu den Fingerspitzen. Komm tief und hoch und tief und hoch. Letztes Mal, bleib oben. Und jetzt zieh unter dem Körper zusammen und auseinander, zusammen, auseinander. Und letztes Mal, halte nochmal in der Länge und setz die Hände das Bein ab. Komm nach hinten, setz dich auf die Ferse, leg dir mal kurz die Stirn ab. Halte mal ganz ruhig. Und schaukel so ein bisschen auf dein Becken von rechts nach links. Okay. Dann schiebst du die Arme ganz lang nach vorne. Fächerst die Finger ganz weit auf, ziehst den Rücken ganz lang. Dann schiebst du den Kopf am Boden entlang, wie so ein Staubsauger nach vorne. Drückst dich hoch, Wirbel für Wirbel wieder rund und nach hinten absetzen. Nach vorne. Und wieder hoch und zurück. Und noch einmal. Und dann bleibst du nochmal kurz hinten. Und legst nochmal kurz ab. Lass die Hände nochmal lang gestreckt und dreh jetzt den Schultergürtel. Schau unter einem Arm durch. Komm über die Mitte. Zur anderen Seite. Lieg nochmal ganz entspannt. Und dann drück dich nochmal nach oben in den Vierfüßlerstand. Eine Übung noch im Vierfüßlerstand. Hände unter der Schulter. Stell jetzt die Fußspitzen fest auf. Halte die Position und heb die Knie jetzt 1 cm vom Boden weg. Die Bauchdecke schön gespannt lassen. Blick zum Boden und schön weiteratmen. Und wieder absetzen. Kurz locker. Kannst mal kurz die Hände ausschütteln. Und das probieren wir noch einmal. Hochdrücken und halten. Und dann wieder absetzen. Und locker lassen. Setz dich über die Seite. Ein Bein festhalten und leg dich auf den Rücken ab. Die Arme neben den Körper. Und schaufeln wir mal mit den Beinen so ein bisschen von rechts nach links, über die Po-Backen. Und wieder in der Mitte auspendeln. Und dann nehmen die Beine nacheinander nach oben. Rechter Winkel die Beine, zieh die Fußspitze ran. Stell dir vor, du willst mit den Fußsohlen Gegenstand wegschieben. Zieh die Bauchdecke fest ein, den Beckenboden aktivieren. Leg die Handballen auf die Oberschenkel. Jetzt beginnen mal mit den Handballen gegen die Oberschenkel zu drücken. Bau so ein bisschen Spannung auf in der Bauchmuskulatur. Zieh die Bauchdecke noch mehr rein. Atme weiter und versuche jetzt noch den Kopf und den Schultergürtel ein bisschen anzuheben. Und schon wieder lösen. Die Beine nacheinander abstellen. Nochmal kurz locker lassen. Probiert es noch einmal. Nimm die Beine nacheinander nach oben. Rechter Winkel, nochmal, beginn zu drücken, bau die Spannung auf den Rumpf, zieh die Bauchdecke fest dran. Und heb nochmal den Kopf und fest drücken. Und schon wieder lösen und locker lassen. Streck die Beine aus, nimm die Arme über den Kopf und zieh dich mal von rechts nach links, mach dich ganz lang. Und dann halte nochmal. Und stell die Beine nacheinander noch einmal auf. Nimm die Beine wieder nach oben in den rechten Winkel. Jetzt legst du die Hände über Kreuz. Von innen an die Oberschenkel. Probierst das gleiche nochmal. Du drückst von innen an die Oberschenkel.
baue wieder Spannung auf den Bauch. Zieh die Bauchdecke ein. Hebe nochmal Kopf und Brustkorb und drücke. Und atme. Und lösen. Wieder locker lassen. Leg die Hände auf die Knie. Und jetzt lass die Knie kreisen. Massiere die Lendenwirbelsäule. Und dann kreise auch mal andersrum. Und wieder in der Mitte auspendeln. Stell die Beine nacheinander ab. Die Arme neben den Körper. Zieh nochmal die Bauchdecke ein, den Beckenboden aktivieren. Jetzt hebst du das Becken nach oben, bis du nur noch auf dem Schultergürtel liegst. Die Spannung halte. Und das Becken wieder langsam absenken, bis kurz über den Boden. Und komm nochmal nach oben. Und wieder ab. Noch einmal, bleib oben. Und jetzt nimm das rechte Bein nach vorne, schieb die Ferse raus. Nur halten. Und wieder absetzen. Die andere Seite. Schieb nach vorne raus. Und wieder absetzen. Senk das Becken ab. Und lass nochmal locker. Probier das noch einmal. Komm nach oben. Spann wieder den Rumpf an, den Bauch, den Beckenboden. Heb das rechte Bein jetzt nach oben, senkrecht nach oben. Halte die Spannung. Und wieder absetzen. Bleib oben. Die andere Seite. Schieb die Ferse nach oben. Und wieder absetzen. Und halte hier nochmal. Und jetzt probier mal die Füße auf die Fersen zu setzen. Und jetzt probier die Fersen ranzuziehen Richtung Schultergürtel. So bekommen wir noch mehr Spannung auf die Körperrückseite. Feste Schiebe. Und dann wieder langsam lösen. Wirbelverlieren ablegen. Leg die Beine ab. Und streck dich nochmal aus. Von der Fußspitze bis zu den Fingerspitzen. Dann leg die Arme seitlich in Verlängerung vom Schultergürtel. Hier wieder am besten auf die Hand rücken. Stell die Beine auf. Jetzt leg beide Beine nach rechts ab und dreh den Kopf auf die linke Seite. Komm über die Mitte. Beide Knie nach links. Dreh den Kopf nach rechts. In die Mitte. Jetzt streckt das linke Bein aus und fass mit der linken Hand das rechte Bein. Zieh nach links zum Boden. Lass den Kopf nochmal auf der rechten Seite. Komm hier mal eine schöne Rotation. Ganz entspannt. Über die Mitte. Und Seitenwechsel. Dabei den Schultergürtel am Boden zu lassen. Und komm wieder in die Mitte zurück. Nimm die Beine noch einmal nacheinander nach oben, auf die Knie. Lass die Knie nochmal reißen, ganz locker, entspannt. Und dann in der Mitte auspendeln. Die Beine nacheinander abstellen. Dreh dich nach vorne. Stütze dich mit der oberen Hand ab und komm hoch. Über den Vierfüßlerstand. Mach dich hier nochmal rund. Und nochmal gerade. Und als letztes lauf mit den Händen nochmal ein Stück nach vorne. Das Becken bleibt über den Knien. Schieb den Brustkorb nach unten in Richtung Boden. Öffne den Brustkorb nochmal ganz weit. Und dann rutsch zurück auf die Fersen. Leg die Hände neben die Knie, richte dich auf, heb das Becken an, ein Bein aufstellen, das andere Bein aufstellen, dann schüttel die Arme und die Beine nochmal ein bisschen aus, atme nach oben ein
Zieh die nochmal ganz lang, komm nochmal auf die Zehenspitzen und lass die Arme locker fallen. Dann bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns nochmal. Auf Wiedersehen!